Hallo meine Freunde, ich begrüße euch bei einem weiteren Interview hier auf Normale TV. Ich habe immer noch neben mir den guten Lars. Ich begrüße dich. Hi, hi. Schön, dass du immer noch bei uns bist. Oder schon wieder, sagen wir es mal so. Und wir haben uns überlegt, wir machen einen kleinen Spaziergang bei diesem wunderbaren Wetter. Denn ich denke, das ist einfach angenehmer, als immer drinnen zu sitzen und... Nee, wir gehen heute mal raus und bewegen uns ein bisschen. Genau. Und dann können wir noch ein bisschen was über dich erfahren. Gerne. Da freue ich mich drauf. Los geht's. Jetzt sind wir hier unterwegs im wunderbaren Park hier in Potsdam. Ja. Und ich finde es ja schon interessant, wie du jetzt mit deinem Blindenstock hier unterwegs bist. Wie orientierst du dich eigentlich? Wenn ich sagen darf, in der freien Wildbahn, darf man das so sagen? Genau. Weil, ja, ich stelle mir das relativ schwierig vor. Naja, ich habe natürlich, wie wir alle, haben eigentlich so meistens ja ähnliche Wege, die wir laufen. Ne? Mhm. Da hat man auch so gewisse Dinge, auf die man halt achtet. Ne? Also so Wegmarken, die man einfach ertasten kann. Ne? Das heißt, daran kann ich mich orientieren, ob ich dann rechts ab muss oder so. Ja. Zum Beispiel, hier ist zum Beispiel rechts ein anderer Untergrund als hier, wo ich drauf laufe. Ja. Da merke ich schon, okay, da kann ich mir halt so selber gewisse Markenmuster setzen. Ja? Wenn ich merke, da liegt ein Pfad ab, dann kann ich mir tatsächlich irgendwie die Anzahl der abgehenden Wege merken. Oder es gibt halt, jeder hat so seine eigene Strategien, wie er damit umgeht. Mhm. Und ja, und so kann man halt, und gewisserweise lernst du dann gewiss denn die Wege auswendig. Und ja, also ich meide zum Beispiel auch gewisse Sachen. Also ich vermeide zum Beispiel alleine irgendwie über einen Alex oder so da umzusteigen, so U-Bahn, S-Bahn oder so eine Geschichte, weil das, naja, super anstrengend ist. Die Menschen achten halt doch relativ wenig auf einen. Ja. Und also da, wo sich viele Menschen aufhalten oder wo sehr viele Wege abgehen, ist es halt dann schon mit der Orientierung manchmal wieder schwierig. Es gibt auch noch zusätzliche technische Hilfsmittel, so Navigations-Apps und so weiter, die manchmal auch ein bisschen helfen können. Ich kann mir zum Beispiel sagen, gerade in welcher Straße ich mich gerade befinde oder dass irgendwie in 20 Metern XY-Straße so und so kommt und so weiter. Also wenn ich manchmal verbrannte oder sowas, gibt es dann auch technische Hilfsmittel, um mir zu helfen. Ja. Ja, also das mittlerweile, oder ich kann halt gucken, welche Bushaltestelle ist in der Nähe und wann fährt der nächste Bus und so weiter. Und was ist deiner Meinung nach noch das größte Hindernis, um sich zu orientieren? Also ich denke da so an Blindenleitstreifen, die irgendwie belegt sind von irgendwelchen Hindernissen, die eigentlich nicht sein dürfen. Genau, also natürlich gibt es auch Blindenleitstreifen, die relativ seelenlos irgendwie abwehren teilweise, die einfach irgendwie im Nichts enden oder sowas. Ja, das fängt ja mit mal einfachen Sachen an, also mit Ampeln. Ne? Also es gibt ja diese Signalampeln. Ja. Und normalerweise ist bei vielen Ampeln mittlerweile gibt es halt unter diesen Kästchen, die da dran sind, so einen kleinen Knopf, den du drücken kannst. Und wenn du den Knopf drückst, dann kommt das Signal, wenn ja, der grün ist. Und ja, entweder funktionieren die nicht oder sind fehlen oder so weiter, Geschichten. Gut, da muss man sich halt dann zu helfen wissen. Ne? Ja. Also muss man halt fragen und so weiter. Das geht schon alles irgendwie. Und wie gesagt, so ein bisschen in gewisser Weise muss man sich dann halt den angenehmsten Weg für sich suchen. Das sind so die Dinge. Ja, okay. Also sonst ist halt vieles machbar. Also ist halt auch immer ein bisschen, jedermann geht auch ein bisschen anders mit um. Also ja. Ich hab mich dran gewöhnt, zum Beispiel auch einfach dann, wenn ich in der Ringbahn bin, einfach wie es halt, also in Berlin halt die S-Bahn, das ist hier völlig überfüllt, da muss man sich halt trotzdem ein bisschen mit reindrängeln. Dann suche ich mir eigentlich immer gleich irgendwo direkt an der Tür einen Platz, sodass ich auch schnell wieder rauskomme und setze mich erst gar nicht groß hin. Und manchmal auch, wenn ich Sitzplatz angeboten kriege, lege ich das ab, weil ich so viel einfach wieder rauskomme. Okay. Sagen, wenn ich direkt in der Nähe an der Tür mich hinstelle oder so, oder eine Stange, dann weiß ich, okay, 2 Meter bin ich da raus. Ja. Wenn ich erst sitze oder stehen dann 20 Leute vor mir bei einer vollen S-Bahn, dann ist es wieder kompliziert. Ich verstehe. Ich vermeide dann einfach, ja, dann sozusagen
ja, dass die Leute dann noch erst verstehen müssen, sozusagen, wie du dich fühlst oder, ja, warum du das jetzt gerade machst. Jetzt, genau, warum ich es mache oder die Leute, klar, ich spreche die Leute an, wenn es notwendig ist, aber ja, wenn es halt, ja, es ist manchmal auch eine Konstellationsgeschichte, ne? Also Spaß wäre einfach auch in gewisser Weise ein bisschen Konstellation, weil es ist immer eine Sache, du musst dich halt trotzdem, weil ich konzentriere mich halt dann nicht schon darauf, wie kommst du wieder raus und so weiter. Das ist für andere, da denken die halt nicht drüber nach. Ja. Also das läuft halt unbewusst ab und bei mir, da muss ich mich halt schon darauf konzentrieren, weil ich, wenn ich jetzt aus der U-Bahn komme, weiß ich zum Beispiel, da ist ein Fahrradweg, dann muss ich, weiß ich, okay, muss ich darauf konzentrieren, jetzt hier stehen zu bleiben, hören, wo das Fahrrad kommt und so weiter und dann an der richtigen Stelle rüber zu gehen und so weiter. Das ist alles Dinge, auf die man halt achtet. Man hat also seine Strategien. Ja, man hat halt seine Strategien, ja, aber und dann versucht man natürlich auch, seine Strategien so zu finden, dass es halt am stressfreisten Teil ist. Man sucht sich ja seine Strategien als Sehbehinderter, aber ja auch als Rollstuhlfahrer. Mir geht es ja genauso. Ich suche mir auch Wege, die barrierefrei sind. Mhm. Weil bei Bordsteinkanten ist es ja auch manchmal nicht so einfach. Was mich interessieren würde, apropos Bewegung, ja, was treibt du so für den Sport? Das ist ja auch Bewegung, ne? Man muss sich auch fit halten. Ja, also man muss. Es gibt, glaube ich, welche, die das anders sehen. Also ich das meinte ich jetzt nicht in Bezug auf die Behinderung, sondern so allgemein. Man soll, ja, natürlich, man sollte das. Man sollte das machen, auf jeden Fall. Ich kenne viele meiner Artgenossen, die da eher ein bisschen, sag ich mal, das Couch-Potato sind, aber jedermann soll jeder machen, wie er will. Da ist die Inklusion noch wirklich angekommen, oder? Beim Thema Sport. Es gibt diese und diese. Es ist egal. Ja, also ich mache eigentlich schon immer gerne Sport. Mhm. Habe früher, als ich, wie gesagt, noch besser gesehen habe, habe ich auch schon auf der Straße Fußball gespielt, gekickt, mit Nachbarn immer schön die Bälle über den Zaun gekickt und so weiter. Und ja, später beim Studium war ein bisschen schwierig. Da habe ich ein bisschen Fitnessstudio gemacht und so weiter mit einem Kumpel zusammen. Aber habe nicht so richtig einen Sport gefunden. Und ich wollte aber dann unbedingt auch Sport machen. Ich bin dann halt nach dem Studium wieder weggezogen hier Richtung Berlin. Mhm. Und dann ging es halt darum, was machst du für einen Sport? Und dann bin ich mehr oder weniger durch Zufall, durch eine Bekannte, die das gemacht hat, auf den Blindenfußball aufmerksam geworden. Das hat ja sozusagen dann wieder dazu gekommen, dass ich wieder Fußball spielen konnte. Hat auch von den Zeiten her gepasst. Also zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, gearbeitet und war das Training abends gewesen. Das hat auch gut gepasst. Und dann, ja, habe ich 2010 mit dem Blindenfußball angefangen. Genau, also ich glaube, im Blindenfußball gab es letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Weltmeisterschaft hier in Deutschland. Europameisterschaft. Oder eine Europameisterschaft. Genau. Die kam mir eigentlich ganz gut an. Also ich habe einige, ja, YouTube-Beiträge gesehen. Wenn ihr euch Blindenfußball jetzt nicht genau vorstellen könnt oder wissen wollt, was das ist, ich verlinke euch da mal was in der Beschreibung. Dann könnt, genau, ihr euch das mal anschauen. Denn ich glaube, das jetzt zu erklären, geht, ja, ein bisschen, genau, zu sehr ins Detail. Aber also es ist eine sehr körperbetonte Sportart auch und geht ordentlich zur Sache, aber es trotzdem macht riesen Spaß und ist halt eine inklusive Sportart, ne? Also wo halt Sehende und Blinde halt Sport zusammen treiben. Okay, das wusste, ja, ich noch nicht. Ja, weil der Torwart bei uns ist sehend. Ja, aber der verbindet sich dann die Augen? Nein. Stell dir vor, ach so, du verbindest dir die Augen und du kannst ja trotzdem genauso ordentlich auf ein Tor schießen, genauso kräftig auf ein Tor schießen wie jeder andere. Ja. Und wenn da ein Blinder drinstehen würde, du würdest nicht als Blinder einen Ball an die Nase kriegen. Stimmt, das ergibt keinen Sinn. Nee, das macht wirklich gar keinen Sinn. Hast du recht, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich spiele auch noch Blindentennis. Blindentennis hört sich ja auch, genau, richtig interessant an. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Blindentennis funktioniert relativ ähnlich wie normales Tennis. Mhm. Auch da ist wie beim Fußball der Ball rasselnd. Das heißt, in dem Ball sind so kleine Stifte drin. Weil der Ball sieht anders aus als der normale Tennisball. Das ist, muss dir vorstellen, wie ein Schaumstoffball, der ein bisschen größer ist als ein normaler Tennisball. Und in dem Schaumstoffball ist nochmal ein harter, kleiner, wie so eine Art Golfball drin und da sind kleine Stifte drin. Das heißt, wenn du diesen Ball bewegst, dann
macht halt Geräusche, ne? Rasselt er halt. Ah, okay. Ja, das wurde in den 80er Jahren von Japaner erfunden, Blindentennis. Und ist jetzt vor kurzem, also vor 2-3 Jahren, nach Deutschland gekommen. Ach, erst so? Also relativ frisch? Frisch. Also okay. In England oder so wird schon einige Jahre länger gespielt, also ich glaube schon 10 Jahre oder so. Aber in Deutschland, die sind meistens bei solchen Sachen immer ein bisschen hinterher. Da kam es jetzt erst an und genau, normal wird halt auf dem normalen Tennisplatz gespielt, wobei der Platz ein bisschen verkleinert wird. Ah ja. Hier bin ich jetzt von der Grundlinie, sondern 3 Meter weiter vor ungefähr. Und spielst du da im Verein oder? Wir gehören zum Verein, in dem Fall Blaugott Steglitz. Dürfen da sozusagen deren Plätze benutzen und aha, haben einen professionellen Trainer, mit dem wir zusammen trainieren. Blaugott Steglitz, ja? Genau, in Langwitz. Hat der auch eine Tanzabteilung? Ich frage ganz blöd. Was? Ich will nicht ausschließen, weiß ich aber nicht. Weil wir nämlich, nur mal ganz kurz, wir gehen in Blaugold Tegel, oder? Ja, Blaugold Tegel gehen wir nämlich tanzen. Okay. Ich und Sandra. Deswegen habe ich gerade so überlegt. Aber gut, ist ja auch egal. Keine Ahnung. Fällt mir gerade genau. Nur so ein. Ja, und sonst, also beim Tennis darf der Ball für uns 3-mal auftippen, bevor wir ihn zurückschlagen müssen. Okay. Weil du hast beim ersten Mal einfach keine Chance, den zu treffen. Ja. Der Ball ist bei uns langsamer als beim normalen Tennis, aber du brauchst trotzdem, weil es rein übers Gehör geht, halt, du musst dich erst richtig zum Ball stellen. Und ich habe auch mindestens ein halbes Jahr gebraucht, bevor ich den ersten Ball überhaupt wieder zurück, was ich jetzt getan habe. Ah, okay. Ja, weil das ist schon eine relativ hohe, anspruchsvolle, koordinative Aufgabe, erst den Ball zu orten, dann sozusagen auch die Technik, dass du den Ball wieder zurückschlägst. Und dann muss der Ball auf der anderen Seite idealerweise auch noch am Feld landen. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Und das mache ich jetzt ungefähr seit 2 Jahren. Und ja. Können das eigentlich auch sehende Menschen machen? Müssen sich da auch verbinden? Theoretisch natürlich. Macht aber irgendwie. Aber wir freuen uns natürlich über Unterstützung. Ne? Mhm. Also auch vielleicht Unternehmen, die uns gerne unterstützen wollen. Auch, ja. Weil der ganze Spaß ist auch nicht ganz. Finanziell durchaus eine Herausforderung. Ja. Okay. Und also freue mich da von jeder Seite irgendwas zu hören. Ja. Mal angucken, Videos anschauen oder einfach mal bei uns im Training vorbeigucken, sich das einfach mal anschauen. Bei diesem Blindentennis muss man ja wirklich, glaube ich, viele Sinne gleichzeitig benutzen. Du hattest ja in einem ersten Interview, was ihr hier oben verlinkt findet, hast du erzählt, dass du nicht von Anfang an blind bist. Mhm. Haben sich deine Sinne in den Jahren verbessert? Früher habe ich ja noch relativ Anführungsstrichen normal gesehen oder besser gesehen. Und da war das Gehör für mich, also jetzt subjektiv sozusagen, nichts, wo ich jetzt besonders mich drauf konzentriert habe sozusagen. Mehr vielleicht im Dunkeln ein bisschen oder sowas, aber habe da nicht so viel drüber nachgedacht. Und das wurde natürlich, denn das Gehör immer wichtiger auch, je nachdem, wo es auch nicht schlechter wurde. Und jetzt kann ich auch sagen, wirklich auch durch den Sport, hat es auch nochmal das Gehör geschult. Also einfach, ich sag mal, ich habe früher als Jugendlicher viel Techno-Musik gehört, ja, hab mir ein bisschen das Gehör dadurch versaut. Ach echt? Ja. Und das hast du jetzt davon? Merke ich manchmal so ein okay. Bisschen, ja? Also, ja. Und es gibt natürlich auch Blinde, die nochmal, also die auch geburtsblind sind oder sowas, die nochmal fünfmal viel besser sind als ich. Ja? Also ich kann ein Stück weit halt mein Gehör natürlich schon ein bisschen verbessern. Aber auch eher so von der Orientierung und vom Richtungshören her, weil das beim Sport auch sehr wichtig ist. Also ich habe ein sehr gutes Richtungshören. Aber natürlich, also gibt es welche, die noch viel besseres Gehör haben. Aber es ist schon so natürlich, dass ich dass mein Gehör schon jetzt mehr leisten muss. Ja, ich verstehe. Jetzt kommt die Gretchenfrage. Ich meine, hinter der Kamera ist ja deine Frau mit. Ja. Dabei. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt oder wie, also, weil ich meine, da geht ja viel über Blickkontakt, so in der Disco und so auf Veranstaltungen, ne, da lächelt man sich an, Blickkontakt, aber wie lief das bei euch? Beziehungsweise, wie lief das überhaupt mit Frauen dann, wenn man die nicht sieht, so? Naja, gut, also ich hab, eine meiner ersten Freundinnen, die habe ich halt damals auch als ich auf der Schule war, da kennengelernt. Da hat man sich halt, weil man zusammen gewohnt hat, sozusagen kennengelernt, ne? Ja. In der Wohngruppe. Also die hat in der Wohngruppe gewohnt. Und meine Frau habe ich
über die moderne Technik kennengelernt. Richtig über das Internet. Ah ja. Ja. Das ist, ja. Ist ja wie bei uns. Das hat dann ein bisschen vereinfacht, die ganze Geschichte. Ne? Und wir haben natürlich dann viel über Text kommunizieren, viel gechattet am Anfang. Ja. Ja, das hat so die Barriere natürlich ein bisschen weggenommen. Ne? Ja, das verstehe ich. Ja. Apropos Texten, was hast du denn eigentlich für Hilfsmittel, um zu texten? Jetzt, ich habe mal ein ganz interessantes Video gesehen, wo, da gibt es einen Prototyp, der irgendwie Internetseiten in Brailleschrift übersetzt. Also die komplette Seite an sich. Ja. Ist aber ein Prototyp, also da habe ich irgendwann in einem halben Jahr mal, treffe ich mich mal mit denen. Also in der Richtung gibt es einige, sag ich mal, Patente, um sozusagen so eine Webseite auch mit Bildern und so weiter. So, damit. Da kam der Fußballer durch. Genau. um so Bilder und so weiter auch taktil darzustellen. Ja. Aber das meistverbreitete Gerät ist eine Braillezeile. Das heißt, Braille ist das für die Brailleschrift, das ist die Blindenschrift. Mhm. Und du kannst dann sozusagen zeilenweise, was auf dem Monitor steht, ertasten über diese Braillezeile. Das ist halt ein normales, sozusagen Ausgabegerät am Computer. Genau, also wenn ich am Computer arbeite, arbeite ich mit Sprachausgabe und mit dieser Braillezeile. Ah ja. Ja. Genauso wie dieses Handy, was ich in der Hand habe, ganz standardmäßiges iPhone. Ja, können wir mal ganz kurz, da würde ich mal ganz kurz das Mikro ein bisschen. Genau, das werde weil ich, du willst jetzt bestimmt uns was vorlesen. Ich werde mal kurz laut machen. Ja, ich halte mal das Mikro hier ein bisschen ran. Navigation Ordner, Akkredit, Mittwoch, 3. April. Soziale Netze Ordner, 7 Apps, gehen wir mal. Facebook. Jetzt habe ich natürlich hier gerade das Internet ausgeschaltet, aber das macht nichts. Man kann ja trotzdem mal was hören. Also. Kalender, Mittwoch, 3. April. Ja. Erinnerung, Notizordner, 2 Apps, 1 neues Objekt. WhatsApp. Also ich wische jetzt einfach mit dem Finger nach rechts. Und dann liest er mir das, ob sozusagen gerade die Symbole auf dem Display vor. Der sagt immer 16:10 Uhr. Gerade ja. Uhr und dann sagt er mir gleich 16:10 Uhr. Und das ist in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, muss ich sagen. Und einer Geschwindigkeit, die für dich ungewohnt ist. Ja. Die man natürlich anpassen kann, wo ich aber Blinde kenne, die noch schneller lesen, wo ich schon Probleme habe. Die ja, das habe ich, so, ja? Hab ich auch mal bei YouTube gekriegt. Gesehen. Genau. Da versteht man dann wirklich gar nichts mehr. Da habe ich schon, auch schon Probleme. Ja. Soziale Netzeordner, und 7 Apps, 2 neue Objekte. Genau, da hast du ja soziale Netzwerke, 7 Apps, 2 neue Objekte. Das heißt, ich weiß, da ist ein Ordner, da sind 7 Apps drin und der hat 2 davon, 2 neue Objekte. Das heißt, bei 2 Apps ist irgendwie, da hat sich der Status verändert. Ah, okay. Ja, also ich kriege auch immer sozusagen Statusinformationen mit drüber. Und so genannt, ich kann durch das Handy natürlich auch genauso WhatsApp, SMS mit Safari, Webseiten anhören, ja. Und so weiter. Also eigentlich, sag mal, alle Standard-Apps sind komplett barrierefrei. Okay. Und bei den Apps aus dem App Store ist, also sag ich mal, Hälfte-Hälfte. Also okay. Die Hälfte, also ist immer so ein Zwischending. Manche gehen gar nicht, das sind so 10-20%. Manche gehen so ein bisschen. Das heißt zum Beispiel, dass du, der sagt ja nur Taste, 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 da weiß er also nicht, was sozusagen an dem Knopf dahinter ist. Ja, okay. Ja, und dann kann ich einfach nur ausprobieren und hoffen, dass ich nachher durch Ausprobieren rauskriege, wie es geht. Und manche sind halt gut barrierefrei, aber das sind vielleicht dann auch nicht, die sind eher die wenigeren. Aber wie gesagt, die ganzen Standardsachen gehen alle komplett. Ja. Und ja, insofern, und das ist alles halt bei Apple, ist es halt netterweise schon alles dabei. Das habe ich auch schon gehört, dass Apple da ein bisschen weiter ist genau, als Android. Also dabei, sowohl der Mac, also normaler Computer, ist schon seit vielen, vielen Jahren so, als auch das iPhone mit den Bedienungshilfen und dem Einstellungsmenü kannst du halt alles komplett benutzen, auch für Sehbehinderte, also sprich für Leute, die noch einen guten Sehrest haben, gibt es Zoom-Funktionen, also Lupenfunktionen. Du kannst also auch dein Handy als Lupe benutzen. Da gibt es einige schöne Sachen drin. Diese wunderbare neue Technik, wa? Wunderbare neue Technik. Jetzt, wo wir beim Thema Technik sind, habe ich ja noch eine Frage, die mich wirklich interessiert. Wie ist es eigentlich, wenn du und deine Frau gemeinsam Fernsehen gucken? Ja. Wie, also du guckst ja wahrscheinlich über Audiodeskription oder guckst du überhaupt Fernsehen oder... und nervt sie das, wenn du Audiodeskription guckst?
Wir gucken mittlerweile relativ wenig Fernsehen. Okay. Ja, also gleich. Auf inhaltliche Gründe sozusagen. Also, ja. So gut, das kann ich verstehen. Ich komme auch fast kein Fernsehen. Also, wir gucken eigentlich meistens Ende nur Sport im Fernsehen. Und ja, also ganz selten mal irgendwas anderes. Und da läuft, klar, wenn Autodeskription gibt, läuft Autodeskription, also auch beim Sport. Ja. Und das stört meine Frau nicht. Also ich finde auch normalerweise auch interessant. Also die meinte immer, okay, dann muss ich ja weniger erzählen, ist ja auch ganz angenehm. Ja, das stimmt, aus dem Gesichtspunkt halt. So erzählt sie mir natürlich manchmal auch, was passiert oder so. Ja. Und ja, also okay. Wir gucken mal ab und zu auf Netflix oder so eine Geschichte, mal ein Video und so, aber das, ich höre das halt dann, also so eine Serie oder sowas, ich höre das halt mir an und sie guckt. Ja. Und das stört mich auch nicht. Also ich habe okay. Die Sachen, die mich. Also seid ihr da ganz entspannt? Das ist recht entspannt. Also ich verstehe. Damit kommen wir auch schon langsam zum Ende unseres zweiten Teils unseres Interviews. Was würdest du dir denn wünschen von den Leuten da draußen? Was ich mir wünschen würde? Ja. Ich würde mir einfach wünschen, dass der eine oder andere noch ein bisschen mehr fragt. Ne? Also ich habe nur das Gefühl, vieles bleibt im Kopf so, viele Fragen und traut sich aber niemand irgendwie zu fragen. Also wenn auch jemand trifft oder sowas, den einfach mal offen zu fragen. Ja, hier, wie ist es denn? Wie machst du das oder das? Und ja, du wirst auch immer wieder auf Leute treffen, die einfach völlig blöd reagieren. Ja. Ja. Kennst du wahrscheinlich genauso auch von anderen Rollstuhlfahrern, die einfach völlig grummelig sind und wenn die auch Hilfe angeboten kriegen, dann sind sie erstmal völlig pampig oder sowas. Gibt es an Blinden und Sehern natürlich genauso. Aber davon sich nicht halt richtig entmutigen lassen. Also ich meine, ja. Ein bisschen ja, einfach mal fragen und ansonsten, ja, was wünsche ich mir? Allgemein wünsche ich mir ein bisschen positives Denken. Okay, das ist ein guter Wunsch. Ich danke dir für die Offenheit, für dieses wunderbare Interview. Ich danke dir. Ja, also es hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen an Lars habt, dann schreibt die doch einfach in die Kommentare. Ich glaube, er wird sie dann definitiv beantworten. Auf alle Fälle. Ja, sein Unternehmen, was er im ersten Teil vorgestellt hat, das verlinke ich euch auch noch unten in der Beschreibung. Wie war's? Genau, werdet alle rundum sichtbar. Ne? Genau, rundum sichtbar. Findet ihr verlinkt auch Themen zum Blindentennis, zum Blindenfußball und weiter. Wir können ja auch mal stehen bleiben, sonst rastet die Sandra gleich aus. Ja, das hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht, dich zu interviewen. Ja, und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr habt ja gemerkt, es war so einiges ein bisschen anders. Mehrere Kameraperspektiven. Wir sind jetzt spazieren gegangen. Die Sandra, erstmal vielen, vielen Dank an dich, dass du die ganze Zeit das schwere Gimbal hier durch die Kante trägst. Ja, ich hoffe, euch hat der Style gefallen. Und ja, dann mach es gut. Und ich denke, wir sehen uns bestimmt noch mal wieder. Weil ich habe das Gefühl, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Ja, hat euch das gefallen? Gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal kostenlos, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Und vergesst auch nicht, immer schön gesund zu bleiben. Denn wir sehen uns nächste Woche zu einem weiteren Interview hier auf Nomade TV. Es war mir ein Vergnügen. Macht es gut. Tschüss.